Tag, ja. Guten Tag, Herr Steiner. Hier spricht Ella Kraus. Ich rufe Sie aus dem Finanzmarkt. Herr Steiner, ich sehe, dass Sie sind interessiert an Trading mit dem Bitcoin, richtig? Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht das Telefonat mal wieder ein kleines bisschen länger mit der Ella Kraus, denn die Ella Kraus hat irgendwie eine ziemlich lange Leitung und, naja, kommt wohl nicht so ganz mit uns zurecht und ist vielleicht auch noch neu, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nimmt die nette Tante sich heute wieder jede Menge Zeit für uns. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Gut. So, ich rufe Sie an, unser Angebot zu präsentieren, ja, und helfen beim Aktivierung Ihres Handelskontos. Herr Steiner, zuerst ich möchte wissen, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Da bin ich noch neu. Wie bitte? Da bin ich neu. Sie sind neu? Okay. So, als Anfänger, ja, Sie haben Möglichkeit, mit Hilfe von unserer Finanzexperte Trading zu machen. So, das heißt, unsere Experte, die mehrjährige Erfahrungen haben, ja, werden Ihnen helfen, in richtiger Zeit, in richtige Finanzprodukten, Investitionen zu machen, damit Sie können natürlich Ihre Einkommen maximalisieren. Ja. Wissen Sie, mit welchen Beträgen können Sie beginnen? Das ist mir unbekannt. Herr Steiner, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Aha. Wissen Sie, haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag Sie möchten beginnen, Investitionen? Nee. So, als Anfänger, ja, Sie werden auch Bonusgeld bekommen für Ihre erste Investition, ja. Und es gibt drei Beträge, mit welchen Sie können beginnen. So, Minimalbetrag, ja, ist 250 Euro. Damit erhalten Sie 75 Euro als Bonus. Zweiter Betrag ist 500 Euro, damit erhalten Sie 150 Euro als Bonus, ja. Und für 1000 Euro Investition bekommen Sie 300 Euro als Bonus. Okay. So, welcher Betrag ist besser für Sie, Herr Steiner? 375 würde ich machen. 250? Nee, 375. So, wir haben Beträge 250. 500 und 1000. Ach so, also kann ich nicht 375 nehmen? So, welche Zahlungsmethode Sie benutzen? Ja, also hier haben wir wieder so eine richtige Intelligenzbestie am Telefon. Tja, erstmal will sie gar nicht mehr Geld haben, als ich zahlen würde, sondern ist mit weniger zufrieden und dann macht sie einfach weiter, ohne irgendwelche Fragen zu beantworten. Tja, nett, aber gut. So kann man zumindest sicherstellen, dass die Leute nicht ganz so extrem beschissen werden. Das Problem ist halt, wenn die Leute hier schon einmal eingezahlt haben, dann wird es danach definitiv nicht besser, weil die nächsten Leute, die da anrufen, die wollen definitiv mehr Geld. Na, welche brauchen Sie denn da? Ich glaube, das ist schneller, wenn Sie mir sagen, was bei Ihnen... Visa-Karte. Ja, das habe ich. Das habe ich alles. Haben Sie Mastercard? Ja, ja, genau. Okay. So, falls Sie möchten nicht einen von diesen drei Beträgen wählen, ja? Mit dem 300, Sie möchten... So, ich kann das nur von meiner Seite machen, ja? Das heißt, Sie werden Ihre Daten von Ihrer Mastercard mir geben. Wir machen Transaktion von unserer Seite, ja? Und Sie dann bestätigen das. Bestätigen Sie die Transaktion. Ja, das oder kann Sie ich machen das selbst auf unserer Plattform, aber Sie können nur mit dem 250 oder 500 anfangen, okay? Ja. So, wie machen wir? Na, so wie Sie sagen, was besser ist. So, Sie geben Ihre Daten mir, ja? Das kann ich machen, ja. Wie funktioniert das denn nachher genau? Ah, so, Sie werden bestätigen die Transaktion, ja, mit Ihrem Handy, ja, wie Sie das überhaupt machen. Ja. Okay, kleinen Moment. Sind Sie noch dran? So, auf Ihrer Masterkarte, ja, es gibt 16 Zahlen, ja? Na, aber wollen Sie mir nicht erstmal erzählen, wie das richtig funktioniert? Wie bitte? Ich höre Ihnen sehr schlecht. Wollen Sie mir nicht erstmal erzählen, wie das richtig funktioniert? Sie meinen Einzahlung? Nee, mit der Firma. Sie meinen Trading, ja?
Ja. Kleinen Moment. Herr Steiner, so Sie sprechen mit dem Lautsprecher. Was? Nee, ich habe Hörgeräte drin. Wie bitte? Ich habe Hörgeräte drin. So, ich höre meine Stimme, ja, deshalb ich sage Ihnen. Deshalb ich, ja, es ist schwierig für mich, Ihnen zu hören. Weil ich höre auch meine Stimme. Ist das so besser? Wie bitte? Ist das so besser? Okay. Also, nach der Aktivierung, ja, wie schon gesagt, werden Sie einen Anruf von unserem 4-6er bekommen, ja. Er wird Ihnen helfen, ja, zu entscheiden, ja, in welche Finanzprodukt werden Sie weiter Investitionen machen, ja. Natürlich, wir haben Angebot mit den Kryptowährungen, Aktionen, ja, Rohstoffmarkt, auch Forex, das alles machen, ja. Wenn Sie jetzt machen Einzahlung, ja, Sie nur, machen Transaktionen auf Ihrem Trading-Konto. Das Geld ist noch nicht investiert, ja? Investitionen machen schon mit unserem Finanzexpert. Er wird in Prozenten Ihnen alles erklären, ja? Zum Beispiel, wenn Sie heute Investitionen in Bitcoin machen, ja? Wie viel Einkommen Sie werden nach einer Woche schon bekommen? Okay? Wie viel bekommt man denn da in einer Woche? Wie bitte? Wie viel Geld bekommt man denn in einer Woche? So, in Ihrem Trading-Konto, Sie werden Ihren Finanzstand sehen, ja? Ihre Investitionen und plus Ihre Gewinne, ja? Also hier haben wir wieder die absolute Bestätigung, dass wir hier eine riesengroße Intelligenzbestie am Telefon haben müssen, die ja irgendwie der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein scheint, außer ablesen zu können. Davon mal abgesehen, würde mich mal interessieren, ob die ganzen Ja's da schon wieder in Ihrem Skript drin stehen, weil irgendwie, tja, weiß ich nicht, das, ja, Wahnsinn. Und Fragen kann man hier auch wieder nicht so wirklich stellen, weil da können die wieder überhaupt nichts mit anfangen. Ich finde das einfach immer wieder nur unterirdisch, wie das sich überhaupt am Telefon, wie das funktionieren soll. Ich meine, fragen die anderen Leute nicht? Machen die da einfach mit und überweisen das Geld? Ich bin ratlos. Absolut ratlos. Ja. So, es ist wie ein Bankkonto, ja, wie Online-Banking. Sie einloggen durch, Sie sehen Ihren Finanzstand. Und es gibt Ihnen auch Möglichkeit, ja, Einkommen zu bekommen und auch auf Ihrem Konto sehen. Ja, und wie viel Prozent Gewinn bekommt man da? Sie bitte? Wie viel Prozent Gewinn bekommt man da? So, das hängt von Ihrer Investition. So, das heißt, wenn zum Beispiel Sie anfangen mit den 400 Euro und Sie entscheiden da, in Bitcoin zu investieren, dieses Geld, ja? Unser Expert wird Ihnen schon in Prozente sagen, ja? Zum Beispiel, diese Woche auf dem, mit dem 400 Euro Investition auf Bitcoin, wie viel Sie werden Einkommen bekommen. So, das ist Arbeit von unserem Finanzexpert, ja? Finanzanalyse. So, ich bin hier Ihnen zu helfen, Ihre Konto zu aktivieren, ja? Ich mache keine Finanzanalyse. Ja. Ist bei Ihnen da auch Marathon im Hintergrund? Wie bitte? Ist da Marathon im Hintergrund? Wie bitte? Können Sie noch einmal sagen? Ist da Marathon im Hintergrund? Ja, wir arbeiten. Und in Ihrem Hintergrund, ich höre meine Stimme. Und das ist sehr... So, ich verstehe, warum ich höre meine Stimme. Na, Hörgeräte drin. So, Sie sprechen mit dem Lautsprecher, ich glaube. Ja, wegen den Oder Hörgeräten. Wie bitte? Wegen den Hörgeräten. So, vielleicht, Sie haben meine Stimme geliebt, ja, und Sie möchten auch das Video machen, ja, und dann auch hören, oder? Was meinen Sie damit? Ich meine, ich glaube, Sie machen ein Recording, ja? Was bedeutet das Wort? Ich meine, Sie eintragen, ja? Ich will mich bei Ihnen eintragen, ja. So, die Aufnahme meiner Stimme, unserer Anruf, oder? Wie meinen Sie denn das? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht, wie ich das machen Wissen muss. Wissen Sie nicht, was heißt Aufnahme? Na, also ich mache jetzt mit Ihnen die Aufnahme, dass ich da reinkomme oder nicht.
So, jetzt frage ich Ihnen, ja, warum ich höre meine Stimme in Ihrem Hintergrund? Weiß ich nicht, vielleicht stimmt was mit der Leitung nicht. Okay, genau, das kann sein, okay? So, können Sie mir bitte die Daten von Ihrer Masterkarte sagen? Ganz genau, sie ist skeptisch an dem ganzen Telefoningespräch und ja, denkt sich dann so, naja, machen wir einfach mal mit der Masterkarte weiter. Wenn er mir die jetzt schon geben wird, dann, naja, dann wird das Gespräch wohl so richtig sein. Einfach nur verrückt. Also die versuchen wirklich mit allen Mitteln und Wegen wenigstens an ein bisschen Geld ranzukommen, selbst wenn es aussichtslos ist und die wissen, dass sie letztendlich auf YouTube landen. Immer wieder verrückt. Ach so, dann muss ich damit wir können Aktivierung machen. Ja, dann muss ich die Masterkarte mal holen. Okay, warte ich kurz. So, ich gucke mal. Wie lange gibt es denn Ihre Firma schon? Wie bitte? Wie lange gibt es denn Ihre Firma schon? Schon 10 Jahre. So lange schon? Ja, natürlich. Und wie lange arbeiten Sie da in der Firma? Haben Sie schon Ihre Karte bei Ihnen? Nee, ich laufe gerade noch hin. Wie bitte? Ich sage, ich laufe gerade noch hin. Ich habe meinen Geldbeutel im Auto. Sie haben Ihre Karte in Ihrem Auto? Ja, im Portemonnaie. Okay, Sie können gehen, ja, und das halten? Ja. Okay, machen Sie das. Und wie lange arbeiten Sie schon bei der Firma? Wie bitte? Wie lange arbeiten Sie schon bei der Firma? Ist das so interessant für Sie? Ja, ich dachte, wir machen so lange ein bisschen Schmalltalk, bis ich beim Auto bin. Okay, gehen Sie bitte und nehmen Sie Ihre Karte, ja? Ich bin da. Wenn Sie sind fertig, sagen Sie mir, ja? Ja, da sage ich dann Bescheid, wenn ich meine Karte habe. So, jetzt bin ich am Auto. Dann hole ich schnell den Geldbeutel raus. Haben Sie schon Ihre Karte dabei? Ja, ich bin gerade noch am Zurücklaufen. Ich brauche doch meine Brille noch. Das habe ich ja jetzt nicht mit gerechnet, dass ich jetzt meine Karte noch brauche. So. Da ist meine Brille. So. Da steht Visa-Karte drauf, also Visa. Visa-Karte, okay, kein Problem. Sagen Sie mir jetzt die Zahlen. Ja, wer dann? Ich dachte, das ist eine Masterkarte, aber naja, ist ja alles Kreditkarte. So, dann muss ich mal gucken. Genau, die fängt mit einer 4 an, denn 51058. Einen Moment, sagen Sie bitte ein bisschen langsamer. Also, 4. Die 4 haben Sie, ja? Mhm. So, dann kommt eine 5. Aha. Eine 4. Mhm. Dann kommt eine 1. Okay. Eine 0. Mhm. So, dann kommt eine 5. Aha. Eine 8. Okay. Eine 9. Mhm. Noch eine 9. Okay. Eine 4. Aha. Eine 6. Okay. Eine 3. Mhm. Eine 5. Dann? Eine 8. Mhm. Eine 2. Okay. Und 5. 5. So, es ist 4, 5, 4, 1. Mhm. 0, 5, 8, 9. Mhm. 9, 4, 6, 3. Mhm. 5, 8, 2, 5. Stimmt? Ja, genau. Welche Bank Sie benutzen? Das ist die Norris Bank. Okay. Gibt es auch Ablaufdatum, ja, auf Ihrer Visa-Karte? Ja. Okay, sagen Sie mir. April 24. Wie bitte? April 24. April, ja, 24. Ja. Okay, die drei Zahlen auf der Rückseite. Ach, diese kleinen da, ne? Ja. Rückseite. Ja, ich muss mal gucken, weil die sind ja so komisch gedruckt. Okay.
Da 910. Okay. Auf die Karte steht Ihr Name, ja? Lorioris Steiner. Möchten Sie mit dem 500 starten und 150 Euro Bonus haben? Nee, 375. 375? Ja. Okay, kleinen Moment. Okay, warten Sie kurz, ich werde Ihnen sagen, was zu bestätigen. Ja. Also ich habe jetzt hier mal die ganze Sprachpause mal mit Absicht drin gelassen, damit ihr euch mal so im Ansatz vorstellen könnt, wie so eine Sprachpause bei diesen Betrügern immer aussieht, die ich eigentlich rausschneide. Das kann mitunter tatsächlich auch schon mal 10 Minuten sein. Also keine Angst, 10 Minuten haben wir jetzt hier keine Stelle mit drin in dem Video, aber einfach nur Wahnsinn. Und ja, währenddessen machen wir halt einen Haushalt und gehen der Betrügerin natürlich noch ein bisschen auf den Nerven. Die haben ja natürlich immer noch ihr Headset auf dem Kopf, ne? Und die hören auch das, was wir sagen. Nur weil die ihr Mikrofon ausschalten, heißt das ja noch lange nicht, dass die mich nicht hören. Die kriegen ja noch mit, was da im Hintergrund passiert. Und naja, vielleicht kann man sie eher so noch ein bisschen auf den Senkel gehen und ihr den Arbeitstag so ein bisschen erschweren. Haben Sie 3D Sicherheit auf Ihrem Karte? Haben Sie schon Online-Transaktionen gemacht mit dieser Karte? Ja. Okay, kleinen Moment. Und wie Sie bestätigen die Transaktionen? Ja, wenn Sie machen das online. Ja, da muss ich dann immer so einen Knopf drücken, wenn das kommt. Da kommt so, ich meine, bekommen Sie eine Code oder machen Sie das mit einer Applikation? Na, da kommt immer so eine Pups-Mitteilung und da muss ich nur drauf drücken. Okay, kleinen Moment.
Also ihre kleinen Momente dauern irgendwie jedes Mal ziemlich lange, wodurch sich das Gespräch eigentlich von vornherein schon und von alleine vor allem total unsinnig in die Länge zieht. Also die müssen ja wirklich Kapazitäten haben in diesen Callcentern, aber das Problem ist halt dabei, die machen wirklich so viele Umsätze, dass das scheißegal ist, ob die Mitarbeiter sich da am Telefon benehmen, Zeit vertrödeln oder was auch immer die machen. Also die Umsätze aus diesen Callcentern sind in der Tat wahnsinnig gruselig. Hierzu wird es in der nächsten Zeit auch nochmal ein Infovideo geben, was solche Betrüger-Callcenter im Durchschnitt eigentlich tatsächlich einnehmen. Herr Steiner, haben Sie auch PayPal? Nee, sowas habe ich nicht. Girokonto mit dem Online-Banking? Was meinen Sie? Girobanking, ja? Girokonto, entschuldige bitte. Na, ich habe Ihnen doch jetzt meine Kreditkartendaten schon gegeben. Ja, mit Ihrer Kreditkarte in unserem System, das zeigt ein Problem, ja? Transaktion war nicht erfolgreich. Ist aber Ihnen gerade kaputt, oder wie? Vor allem nachdem die nette Betrügertante hier eigentlich schon am Anfang des Gesprächs oder ja zumindest kurz nach dem Anfang festgestellt hat, dass irgendwas mit diesem Gespräch ja nicht zu stimmen scheint. Ja, und die macht hier tatsächlich noch weiter und glaubt immer noch an irgendeine Einzahlung. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommt, dass sie hier noch mit uns Geld machen wird, aber naja, wir werden die hier noch eine ganze Weile nicht los. Die bleibt einfach tapfer und eisern am Telefon. So, es ist, Sie sollen zu Ihrer Bank, ja, Norris Bank anrufen, zu verstehen, was ist los mit Ihrem Karte, ja? Wieso die Karte also, geht? Da habe ich vorhin erst noch was mitbestellt. Wie bitte? Ich sage, die Karte, die funktioniert. Da habe ich vorhin noch was mitbestellt. Ja, das weiß ich, das verstehe ich. Ja, aber jetzt in unserem System, das hat nicht geklappt, ja? So, warum Sie werden mit Ihrer Bank das alles verstehen, ja? So, deshalb ich jetzt frage, haben Sie andere Zahlungsmethode? Sie haben Bankkonto, ja? Ja, ja, klar, sowas besitze ich, ja. Aha, haben Sie auch Online-Banking damit? Also, Sie meinen, wo man das denn so mit der Hand überweisen muss? Ja, zum Beispiel auf Ihrem Handy, ja? Sie haben eine Applikation von Ihrer Bank, damit Sie können Geld überweisen von Ihrem Bankkonto. Ja, sowas mache ich manchmal am Computer, ja. Online-Banking haben Sie? Ja, wenn das so heißt, dann habe ich das, ja. Okay, so wir versuchen Aktivierung mit Ihrem Online-Banking und Konto, ja, machen. Ja. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, aber ich habe Telegram. Haben Sie kein WhatsApp? Nee, aber ich habe Telegram. Ja, leider in der Arbeitsplatz, wir benutzen kein Telegram, okay? Das ist ja schade. Auf Ihre E-Mail, ja, ich werde das Link schicken. So für die Giro, ja, mit dem Einzahlung mit dem Giro. Wir können, ja, zuerst, wir brauchen ein Programm auf Ihrem Gerät, auf Ihrem Handy herunterladen, ja, damit ich werde Ihre Bildschirm sehen und Ihnen helfen beim Aktivierung, okay? Na, ich dachte, ich soll eine Überweisung machen. So, ich werde Ihnen einen Link schicken, damit wir werden das alles schaffen. Und dann bestätigen Sie die Transaktion mit Ihrem Online-Banking. Mit den
Okay, ich werde Ihnen alles zeigen, ja, und erklären. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich da ein Programm für brauche. Ich habe doch da den Login. Damit ich kann Ihnen helfen und wir alles richtig machen, ja? Aha. Weil Sie einen Fehler machen, werden Ihre Geld losgehen, ja? So, damit wir keine Probleme haben, machen wir das mit diesem Programm. Aha. Ja, dann müssen wir das so machen. Okay. Auf Ihrem Ihre Handys. Android oder iPhone? Was meinen Sie? Ihre Handymodell, ja? Android oder iPhone? Weiß ich nicht. Müssen Sie mal nachgucken. Das ist so ein Honeywell. So, Ihre Handy. Welche Firma? Honeywell. Wie bitte? Honeywell. Okay. Gibt es dort Play Store, ja? Wo Sie können Applikationen herunterladen? Nee. Wissen Sie, ja, Ihre Play Store? Nee, sowas ist da nicht drauf. So, wo Sie Applikationen herunterladen, zum Beispiel Telegram. Wo Sie haben das gefunden und installiert auf Ihrem Handy? Ach, sowas meinen Sie ja. Nee, Telegram habe ich doch auf meinem Computer. Sie haben auf Ihrem Computer? Ja. Telegram ist ja auch für den Computer. Das muss ja nicht nur auf dem Handy drauf. Machen wir so, ja, Herr Steiner. Können Sie bitte noch einmal mir Ihre Ablaufdatum von Ihrer Visa-Karte und CVV sagen? Ja, dann muss ich da nochmal hingehen, Moment. Okay. Ich sortiere gerade Wäsche und habe gerade gebügelt. So, Moment. So. Dann gehe ich mal gucken. So, was brauchen Sie da jetzt nochmal? Ablaufdatum? April 24. 0424, stimmt? Ja. Und die CVV, die drei Zahlen in der Rückseite? 910. 910? Ja. Kleinen Moment. Hm. So, in unserem System, das zeigt, das ist falsch. Warum? Können Sie bitte fotografieren Ihre Karte und per E-Mail mir schicken? Sowas soll man doch aber nicht machen. Wie bitte? Ich sage, sowas soll man doch nicht machen. Sie dürfen das nicht machen? Naja, macht man ja nicht sowas, also die Daten von der Kreditkarte abfotografieren. Wieso? Ich habe schon die Daten von Ihrer Visa-Karte, ja? Ja, aber man sollte ja aus Sicherheitsgründen nicht fotografieren. Steht ja sogar drauf. So, wenn Sie fotografieren und mit dem E-Mail mir schicken, es ist sicher, ja? Ich habe schon Ihre Daten. Ganz genau. Man soll seine Kreditkartendaten, Personalausweis und so weiter nicht fotografieren. Im Übrigen ist es sogar nicht oder rechtlich gar nicht erlaubt, einen Personalausweis zu fotografieren. Auch nicht für den Arbeitgeber und auch nicht für irgendwas anderes, auch nicht für ein Hotel. Eine Kopie von einem amtlichen Dokument ist so nicht ganz sauber. Und wenn man dann doch mal sowas machen muss, sollte man definitiv ganz, ganz fett den Firmennamen draufschreiben, für wen das eigentlich gedacht ist, diese Kopie, und das heutige Datum. Dann kann nämlich der Betrüger oder irgendein anderer Betrüger euer Ausweisdokument zum Beispiel nicht mehr weiterverwenden, um es dann irgendwo anders als Legitimation zu verwenden und sich in eurem Namen irgendwo anzumelden. Ach so, okay. Ja. Jetzt schicke ich Ihnen per E-Mail. Schreibe ich Ihnen eine E-Mail und schicke Sie mir dieses Foto. Okay. So, Sie haben eine Nachricht von Jane Elliott bekommen. Gucken Sie bitte. Haben Sie das schon? Sie ist noch nicht da.
Sie können auch recht sparen, ja? Prüfen. Guck ich mal rein. Aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail. Ja, das lädt noch. Ist nichts da. So, Sie bekommen keine E-Mail. Nee, ist nicht. Also ich bekomme E-Mails, aber deine ist nicht gekommen. Da ist keine gekommen. Nichts. Nix im Schwamm und nix im Eingang. Nichts da. Nee, ist noch nichts da. Und was machen wir nun? Gibt es noch nichts? Nein, ist nicht da. Von Finanzabteilung? Jana Eliott steht da. Hallo lieber Gerald, schicken Sie Bilder hier. Haben Sie das bekommen? Na, hier steht, hallo lieber Gerald, schicken Sie Bilder hier. Ja, ja, genau. Jetzt schicken Sie die Fotos von Ihrem Visa-Karte, ja, die beide Seite, ja, zu dieser E-Mail. Haben Sie? Ich muss noch gucken, wie ich das mit dem Bild mache. Wie ich das auf den Computer kriege, weiß ich noch gar nicht. Okay, warte ich. Wie bekomme ich das Bild auf den Computer? Hallo? So, Sie haben das Foto mit Ihrem Handy gemacht, stimmt? Nee. Das Handy hat keine... Und wie, Sie haben Foto gemacht? Das Handy hat keine gute Kamera dran. So, Sie haben kein Smartphone. Naja, das weiß ich nicht, ob das ein Smartphone ist. Das hat halt ein Touchscreen-Display, aber das ist halt... Also, man kann da nichts drauf weiter installieren und so. Nur das, was da der Hersteller drauf gemacht hat. So eine Honeywell eben. Wie soll ich denn da jetzt das Bild machen? So, auf Ihrem Computer. Ja. Können Sie ein Programm... AnyDesk herunterladen. Was macht das Programm? Wie bitte? Was macht das Programm? Mit diesem Programm, ich werde Ihre Bildschirme sehen, ja. Und ich werde Ihnen helfen, damit wir machen die Aktivierung. Ach so. So, in Ihrem... Mail, Sie werden jetzt einen Link bekommen, ja, damit Sie werden dieses Programm herunterladen, okay? Ja. Also Sie schicken jetzt nochmal was per E-Mail, richtig? Jetzt werden Sie kurz bekommen, dieses Link, ja, für Installierung dieses Programms. Warten Sie kurz. Ja, ich habe Zeit. Habe ich das schon geschickt? Aktualisieren Sie Ihre E-Mail? Ich guck mal. Sie haben E-Mail von der gleichen Person. Einen Link. Noch nicht da. Sie öffnen E-Mail mit dem Computer, stimmt? Ja. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Steiner? 29. Wie bitte? 29. 29? Ja. Sie haben kein Smartphone? Ich habe das von der Arbeit. Da reicht doch, ich brauche doch denn nicht noch eins. Okay. Haben Sie schon das E-Mail bekommen? Ich aktualisiere nochmal. Okay. Ja, jetzt ist da sowas gekommen. Okay, dann klicken Sie auf dieses Link. Ja. Und sagen Sie mir, was Sie sehen. Naja, die meisten Zuhörer kennen ja schon meine Warnung. AnyDesk und Co. auf jeden Fall die Finger weg. Weil
Fremde Leute haben einfach nichts auf eurem Computer zu suchen. Und grundsätzlich auch Finger von Links aus E-Mails weg, ja, die auch nicht besonders koscher sind. Denn grundsätzlich sollte man nicht auf irgendwelche fremden Links aus E-Mails klicken, weil da auch ganz, ganz oft einfach schon Viren und Malware dahinter stecken kann. So eine aprikofarbene Seite kommt da jetzt. Auf diese Seite, was Sie sehen. Remote Desktop Software. Was macht man damit? Haben Sie auf das Link geklickt, stimmt? Ja. Was sehen Sie dort? Eine remote Desktop Software. Die neue Seite ist geöffnet bei Ihnen. Ja. Das ist so eine aprikofarbene Seite. So, ist es bei Ihnen auf Englisch oder Deutsch? Das ist in Deutsch. Deutsch. Gibt es jetzt herunterladen? Ja, da steht sowas. Auf welcher Farbe das steht? Das ist so aprikorot, glaube ich, so rote Farbe. Und unten, was ist geschrieben? Herunterladen. Ja, unten herunterladen. Was ist geschrieben? Wie meinen Sie das jetzt? So, es ist geschrieben, jetzt herunterladen, ja? Unten dieses jetzt herunterladen. Was ist geschrieben? Wie meinen Sie das? Lesen Sie. Na, ich kann das da runterladen. Ja, und unten dieses herunterladen, ja? Es ist auch etwas geschrieben. Was sehen Sie dort? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Sie haben diese Seite geöffnet. Das, was Sie, Sie da sagen, geschickt dass Sie haben. Sie sehen dort jetzt herunterladen. Ach, Sie meinen das damit, Sie meinen da das mit dem Testen und Bestellen. Aber ich will ja nichts bestellen. Aha, so oben, wo ist es geschrieben, jetzt herunterladen. Klicken Sie darauf. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt kommt jetzt testen oder jetzt bestellen. Gibt es vielen Dank für den Download. Das steht da, aber da steht nur jetzt testen oder bestellen. Oben diese jetzt testen. Was ist geschrieben? Soll ich auf jetzt testen draufklicken? Nein, oben diese jetzt testen. Was ist geschrieben? Sichern Sie sich noch heute Ihre kostenlose Testversion für die nächsten 14 Tage. So, das Programm, ich glaube, ist schon installiert, ja, auf Ihrem Computer. Weiß ich nicht. So, unten links. Sehen Sie geschrieben, unten links in der Ecke. Ist das geschrieben Anydesk? Wo denn jetzt? Unter links von Ihrem Bildschirm, was sehen Sie in der Ecke? Da sind so bunte Vierecke in einem Kreis drin, in einem blauen. Ja, oben diese Vierecke. Wie oben diese? So, unter links, ja, diese Ecke, unter links. Ja. Was steht dort? Na, Start. Also Sie meinen das vom Computer, das Start, oder was meinen Sie? Oben diese Start. Nee, unten. So, Sie haben auf jetzt herunterladen geklickt, ja schon. Nee, da stand ja nur testen und 14 Tage ausprobieren. Auf meinem Computer, da ist ein rotes Viereck, ein grünes Viereck, ein blaues und ein gelbes. Und dahinter ist ein grüner Hintergrund und daneben steht Start. Herr Steiner, gehen Sie zu Ihrer E-Mail. Noch einmal klicken Sie auf das Link, das ich habe Ihnen geschickt. Warten Sie. Und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich guck mal. Also, jetzt weiß ich nicht, was Sie meinen. Wie bitte? Ich weiß nicht so richtig, was Sie meinen. So, jetzt Sie haben die Seite noch einmal geöffnet, stimmt? Ich bin jetzt bei den E-Mails drin. Aha, klicken Sie auf diese Link, das ich habe Ihnen geschickt. Ach so, also ich soll nochmal auf den Link drücken. Ja. Ja, mache ich. Warten Sie. Jetzt, was sehen Sie? Da
Na, wieder mit dem Herunterladen und jetzt testen und bestellen. Aha, jetzt herunterladen. Klicken Sie darauf. Ja. Und dann kommt eine Seite, wo steht, jetzt testen, jetzt bestellen. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich da sehe. Wissen Sie, ja? Sie können etwas suchen in Ihrem Computer. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Was meinen Sie denn? Suchen, ja? Oben links, es gibt vier Quadraten und neben diesen vier Quadraten gibt es eine Lupe. Nee, da ist bei mir neben die vier Vierecke, aha, da ist nix, da ist das Internetfenster. Okay, klicken Sie auf diese vier Ecken, vier Quadraten. Ja, und jetzt? Doch, gibt eine Linie, wo Sie können etwas schreiben, stimmt? Nee. So, wie Sie suchen etwas in Ihrem Computer. Ich suche da nichts auf meinem Computer. Das ist, also hier auf dem, den habe ich ja schon länger, das ist ja hier so ein Windows XP. Ja, ich habe das verstanden. Ja. So, wie Sie etwas suchen in Ihrem Computer. Da ist nichts mit suchen. Suchen? Etwas schreiben, suchen und finden. So weiß ich nicht, wie man das da macht. Da ist sowas nicht dran. So, kleinen Moment. Ja. So, Sie möchten mir sagen, dass Sie sind 29 Jahre alt und Sie wissen nicht, wie etwas zu suchen im Computer. Sie haben kein Smartphone, ja, und Sie wissen, wie das alles funktioniert? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich kann ja nur nicht alles wissen. So, wissen Sie, Ihr Verhalten kommt mir sehr merkwürdig vor, ja? Warum? Und Sie auch, ich immer höre meine Stimme in Ihrem Hintergrund. So, ich vertraue Ihnen nicht, Herr Warum denn? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Ich glaube, dass Sie nur verschwenden meine Zeit, ja? Und Sie sind nicht seriös. Deshalb, ich werde nicht weiter mit Ihnen arbeiten, okay? Ach so, naja, aber wenigstens habe ich dir, warte mal, ich muss mal, oh, guck mal, 52 Minuten habe ich dir schon geklaut. Mensch, das hat wieder super funktioniert. Pippi, wir haben schon so oft miteinander telefoniert. Das ist schon langsam lustig. Ich habe dir bestimmt schon eine ganze Woche deines Lebens geklaut. Herr Steiner! Ja, so, das letzte Mal hieß ich, mit denen hieß ich noch Gerold Steiner. Aber du hast mich auch schon unter den Namen Lullipusch angerufen. So, okay, ich werde nicht weiter mit Ihnen reden, ja? Ja, aber so, wir telefonieren bald wieder. Und jetzt tschüss. Ja, wir telefonieren bald wieder. Au, 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 au. Tja, ihr habt's ja gehört, fast eine ganze Stunde verbimmelt und die Tante, die wollte eigentlich schon ganz am Anfang des Gesprächs auflegen. Tja, ich glaube, die hat nicht gerade so ihren besten Tag des Lebens gehabt. Aber wir haben ja jede Menge Zeit gestohlen und genau das ist auch das Hauptziel hier von diesem Kanal. Den Betrügern möglichst viel Zeit stehlen, dass sie ja einfach gar keine Zeit mehr für normale Kunden haben. Und letztendlich hattest du immer noch den netten Beigeschmack, dass wir hier unterhaltsam darüber aufklären können, was euch da eigentlich genau für Leute anrufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, hinterlasst noch den Daumen nach oben. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.